Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich sitze gerade im Auto auf dem Parkplatz von Mediamarkt, weil Ash gerade eben seinen Bildschirm kaputt gemacht hat, aber nicht nicht mit Absicht, sondern aus Versehen. Er wollte eine Halterung für sein Mikro ranmachen. Er hat von Max oben was geliehen und hat mit so einem, im Grunde wie so eine Klammer, die man aber zuzieht, ich weiß nicht, wie man das nennt, am Bildschirm wollte er das festmachen. Und dann geht jetzt die ganze rechte Seite, so ein fetter Streifen am Bildschirm, nicht. Also es ist nicht zersprungen, aber es ist in der Mitte scheinbar, also innen drin ist da was kaputt gegangen. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann muss er sich einen neuen Bildschirm kaufen. Geht ja nicht anders. Er hat sich gerade so geärgert. Im Grunde haben wir gesagt, mein Gott, es ist doch nur ein Bildschirm. Es ist natürlich ärgerlich, weil er meint, dass er hätte das ja gar nicht gedacht, dass es so kaputt geht. Ich stelle halt mal ganz kurz mal ab. Ich warte nämlich auf ihn. Er wollte jetzt alleine los, ne? Ich habe ihn jetzt hierher gebracht. Und so. Es ist alleine zum Mediamarkt rein. Ich bin gespannt. Ich habe gesagt, mal gucken, ob du den überhaupt bekommst. Na, der kostet irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro? 250 Euro? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ein Bildschirm, der so ein bisschen gebogen ist. Und gerade eben zu Hause, Nervenkrise. Er sagt, ihr braucht einen zweiten Bildschirm, weil er streamt ja täglich, abends jetzt, und braucht den quasi. Ne? Ich habe gesagt, okay, dann entweder nimmst du meinen alten, ich habe noch einen alten Samsung. Haben wir noch einen quasi, ja, als Reserve, falls irgendwie was passiert und man noch einen Bildschirm dann hat. Er sagte, können wir bitte nochmal zum Mediamarkt, dass ich mir einen Bildschirm holen kann. Ich habe gesagt, ja, okay, jetzt ist er da. Holt einen Bildschirm. Ich hoffe, dass sie den haben überhaupt. Ne? Mal gucken. Gerade eben waren wir nur ganz kurz bei Bauhaus. Mein Schnucki hatte jetzt schon seit ein paar Tagen gesagt, wenn du mal bei Bauhaus bist, hol mal bitte so eine Aufputzsteckdose für unseren Geschirrspüler. Es müsste für Solar halt sein. Es ist für Solar. Das ist eine Aufputzsteckdose, im Grunde wie die anderen auch. Nur, dass er das einmal unter dem Schrank einfach mal so einbauen kann in die Wand. Und dass ich nicht immer wieder mit diesem Verlängerungskabel quasi aus dem Schrank raus von dem Geschirrspüler und in die Wandsteckdose, Aufputzsteckdose quasi außen bin, sondern er will das in den Schrank verbauen. Jetzt haben wir das geholt. Ich habe noch ein paar Blümchen mitgenommen. Ja, nicht schlecht, ne? Das Wetter ist katastrophal. Es ist windig, es ist kalt, es ist ungemütlich und es ist nass. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist es echt nicht schön. Ja, die großen Kinder sind jetzt essen. In Kiel gibt es irgendwie so einen schönen, weiß nicht, ob es ein neues Restaurant ist, Sushi-Restaurant. Da kannst du donnerstags ab 17 Uhr quasi essen, so viel du möchtest. Zahlst einen bestimmten Betrag und du kannst dann essen, so viel du möchtest. Die testen das gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt da gut ist oder nicht. Wir haben gesagt, mal gucken. Ja, ansonsten, ja. Guck mal, meine Haare. Ist der Hammer, ne? Ich finde, das hat sie so gut gemacht, das letzte Mal, dass die Strähnchen fast raus sind, ne? Das Blonde ist fast weg. Das ist voll krass. Finde ich gut. Sieht naja nicht mehr, also sieht nicht mehr so komisch aus irgendwie, ne? Ja, ansonsten gibt es hier soweit nichts Neues, ihr Lieben. Ich warte jetzt auf mein Kind, bis er jetzt hier ankommt und dann können wir dann nach Hause. Blümchen werde ich wahrscheinlich eher morgen einpflanzen, weil das Wetter, aber dem Wetter macht es ja auch keinen Spaß. Ne? Ich wollte nur mal draußen noch ein bisschen was machen. Ich habe noch was zu tun, restliche Arbeiten, die ich ja wieder nicht geschafft habe. Aber wir schauen mal. Ansonsten haben wir Ferien. Also das ist richtig schön. Endlich mal wieder so ein bisschen ausschlafen und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Ferien sind Ferien. Ne? Früher habe ich mir gedacht, oh, endlich ist bald die Schule wieder, ist die Routine wieder da, ne? Aber also die Ferien sind doch echt ganz schön, auch für die Kinder, einfach mal um sich zu erholen. Und ja, er hat nochmal Deutsch geschrieben, kurz, also vorm Schluss sozusagen. Er sagt, die waren alle so kaputt danach, wirklich total fertig. Und wird langsam Zeit, dass Ferien sind. Ne? Auf jeden Fall haben wir heute schon geguckt, wann die Sommerferien bei uns sind. Max meinte, irgendwas am 22. Juli fangen sie bei uns an. Ein bisschen später als sonst. Eigentlich hatten wir auch schon mal was im Juni gehabt. Und dann bis 31.8. Das ist richtig cool. Mal gucken, wie das Wetter so wird. Also, ach ja, letztes Jahr hat es ja im April noch bei uns geschneit.
Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn es wenigstens mal mild ist, ne? Na gut, ich warte jetzt einmal auf mein Kind und gucke, ob er jetzt einen Bildschirm bekommt oder nicht. Ob er den alleine kaufen kann oder nicht, weil es gibt doch einen bestimmten Betrag, dass die Kinder quasi eigentlich kaufen dürfen, ne? Oder für einen bestimmten Betrag. So ein Taschengeldparagraf gibt es doch, ne? Ich weiß nicht, welche Altersbeschränkungen es da gibt. Oh, na gut, ihr Hübschen, wir warten noch einen Moment. Ich habe es vergessen zu erzählen. Ash kam heute und sagte: Mama, jetzt wird mein Zimmer umgestylt. Er hat die Kissen von der Couch weggebracht, also weggenommen. Er sagte: Hier kannst du wieder haben. Er hat auf seinem Bett eigentlich so ein Knotenkissen gehabt, rausgeholt, Decke rausgeholt. Er sagte, er will das alles schön clean haben, schön, wie hat es ausgedrückt? Er will es schlicht haben. Er hat die Vase weggenommen, er hat die Blume weggenommen. Also ich habe gesagt, das sieht doch so kalt aus. Na, er hat das schon mal das gehabt, irgendwie so eine Phase, ne, wo er alles rausgenommen hat aus dem Zimmer. Und da hat schon Maxner gesagt, du, es halt hier im Zimmer. Er hat sogar das Bild abgehängt. Und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, so Mensch, lass uns mal wenigstens ein bisschen was dahin stellen. Jetzt hat er wieder, er sagt, das Zimmer wird jetzt umgestylt irgendwie. Also er will es umdekorieren. Also er will keine Deko wahrscheinlich, aber keine Ahnung, was er da jetzt vorhat. Auf jeden Fall hat er das alles heute da rausgenommen. Auch habe ich bei ihm auf seinen Schrank, weil ich bei mir keinen Platz hatte, in solche Kisten, so mit Reißverschluss, meine Kissen für draußen eigentlich habe ich da reingepackt und bei ihm oben drauf gelegt. Ich sagte, was machen deine Kissen hier bei mir im Zimmer? Ich habe gesagt, na gut, ich hatte selber keinen Platz dafür. Auf jeden Fall hat er alles rausgenommen. Das Zimmer ist jetzt schon wieder, ja, Schrank, Bett, Couch. Er sagte, eigentlich hätte er gerne noch eine neue Couch, weil die Couch, die hat irgendwelche Flecken dabei. Ich habe gesagt, na gut, wenn man auf der Couch aber auch isst, dann kannst du davon ausgehen, dass die halt schmutzig gemacht werden, ne? Ich weiß nicht, was er wieder für so eine Phase jetzt gerade hat, durchmacht. Keine Ahnung. Er kommt immer noch nicht. Vielleicht sollte ich mal rausgehen und gucken. Aber er hat gesagt, du brauchst nicht mit, ich schaff's allein. Er braucht noch irgendeinen Stecker für seinen PC. Irgendeinen USB-Stick? Nee, nicht USB-Verlängerung, USB, irgendwas. Auf jeden Fall sind seine ganzen USB-Stecker am PC irgendwie wohl ausgeschöpft. Also da passt nichts mehr rein. Und ja, und jetzt besorgt er sich das alleine. Wir lassen es mal überraschen, ne? Während ich hier so sitze und sehe gerade da bei Toyota, seht ihr das auf dem Schild? Autofahren ab 15. Guckt euch das mal an. Und dann stehen da so Mini-Mikroautos. Die sind total süß. Ich werde euch das gleich mal zeigen. Man kann ab 15 schon wahrscheinlich natürlich klar mit den Eltern so ein Auto fahren. Wie schnell fährt das? 25 oder so? Oder 45 vielleicht? Nee, 45 wohl kaum, ne? Kann man echt schon einen Führerschein machen so? Also für dieses Auto dann oder wie? Kein Plan. Fand ich nur so ganz lustig, weil die sehen so niedlich aus. Und das ist natürlich, also, ja, keine Ahnung. Werde ich ihm gleich mal zeigen. Er hat mir sowieso gesagt, wenn er, wie alt ist er? Soll er sein? 16, wenn er 16, 17? Er möchte Motorrad fahren irgendwann mal. Er will sich ein Motorrad kaufen und richtig Motorrad fahren. Ich habe gesagt, bitte, also es ist echt nicht ungefährlich, ne? Also gerade so, wir hatten im Bekanntenkreis einen jungen Mann, der hat einen Unfall, hat überlebt zum Glück, ne? Aber es ist halt nicht ohne, ne? Und man weiß ja nicht, wie das Fahrverhältnis sozusagen ist, ne? Also wie derjenige fährt, wenn die nachher irgendwie so mit mehreren Jungs irgendwie die Sau rauslassen auf dem Motorrad, weil der eine dem anderen irgendwas beweisen möchte, ich weiß es mir ja nicht, ne? Dass da irgendwie Unfälle gebaut werden nachher oder so, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, naja, also berauschen finde ich es irgendwie nicht. Aber kannst du ja nichts machen, ne? Wenn er nachher volljährig ist, dann kann er im Grunde machen, was er möchte. Aber vielleicht wäre das eine Alternative zum Motorrad, ne? Wenn er schon ein bisschen früher damit fahren kann. Ich frage ihn gleich mal gucken, was er sagt. Ist voll lustig, so ein Auto. Ist auf jeden Fall besser als ein Motorrad. Das wird er natürlich so nicht sehen, ne? Er kommt. Seht ihr das? Er kommt. Ach ja, guck mal rum. Alles geschafft? Ja. Super. Selbst ist der Mann, ne? Kurze Frage. Mhm. Guck mal rüber. Was? Da steht Autofahren ab 15. Da.
Und dann kann man so ein Mini-Auto fahren. Auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Besser als Motorrad. Nein. Wieso nicht? Ich fahre 45. 45 ist zu schnell. Nein. Schneller als ein Fahrrad. Ja. Siehst du? Das ist unnötig. 5000 Euro für 45 km/h fahren und jeden auf der Straße nerven. Kostet das eine 5000 Euro? Das Auto? Wenn nicht mehr. Ich glaube eher mehr. Ja. Also naja. Jetzt alles bekommen? Ja. Kabel bekommen? Mhm. Bildschirm bekommen? Mhm. Wir fahren nach Hause. Übrigens, schaut mal, ich habe jetzt diese Pflanzen mitgenommen. Die würde ich ganz gerne bei uns an die Terrasse pflanzen, da wo ich das neue Beet quasi gemacht habe, also mit dem Rindenmulch, wisst ihr, an der Seite. Und bei Bauhaus gab es noch einmal kurz weiße Ranunkeln, habe ich mitgenommen. Einmal Salbei, Lavendel und so eine Margerite, so eine Staudenmargerite. Auch in weiß. Genau, das ist jetzt meine Ausbeute gewesen. Und im letzten Video habe ich ja gezeigt, dass ich hier was gemacht habe. Ich habe aber nur gefegt und ein bisschen was ausgedünnt. Übrigens, was habe ich denn hier? Genau, die Körbe habe ich jetzt so bepflanzt. Ihr habt ja von innen schon gesehen, ne? Und hier habe ich einfach mal ein bisschen mehr weggeräumt und einfach diese Blümchen nach oben gestellt. Alles andere entleert. Kiste einfach so dahingestellt. Das ist ein bisschen überschaubarer, das Ganze, ne? Und die habe ich alle gelassen, weil die sind ja noch alle gut. Wir sind mittlerweile zu Hause und guck mal, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich damit vorhatte. Ich wollte gerne so das Ganze hinpflanzen. Einmal hier hin und das andere nach da. Jetzt muss ich nur noch einmal dieses Teil hier noch ein bisschen versetzen. Vielleicht nach da. Genau, und dann das zweite Gras nach da. Leute, ich bin fertig. Fertig mit allem geworden. Ich drehe mal ganz kurz die Cam. Nass, ne? Also es nieselt so ganz leicht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich was eingepflanzt habe. Und zwar, da ist mir schon mal die Margerite. Die habe ich jetzt einfach, ich hatte so einen leeren Korb übrigens. Da habe ich das auch gefunden. Habe ich dann da eingesetzt. Und den Rest, das zeige ich euch mal, wenn ich die Kamera gedreht habe. Die Gräser habe ich jetzt nach da eingesetzt. Links und rechts. Ein bisschen liegen hier Eier. Auf jeden Fall sind die schon mal da drin. Salbei habe ich in die Zinkwanne eingesetzt. Mir fehlt noch mal vielleicht ein Kräuter, irgendwas von den Kräutern. Thymian, Minze ist da drüben, also Thymian ist hier, Pizza Thymian. Da weiß ich nicht, ob auch Minze, Schokominze oder sowas. Ne, da ist Schokominze, da ist Ananasminze oder sowas gewesen. Keine Ahnung, ob die wiederkommt, aber so wie es aussieht, kommt da irgendwas. Salbei ist jetzt da drin. Bellies habe ich jetzt einmal hier eingesetzt und einmal Hornfeilchen da drüben. Also in die Säule jetzt hier, ne? Fand ich eigentlich ganz cool, weil nämlich die Narzissen, wenn die langsam so ausblühen, wisst ihr, dann sind die auch nicht mehr so schön. Habe ich jetzt rausgenommen und die werden dann ins Beet gepflanzt, aber wenn das Wetter natürlich ein bisschen anders ist, ne? Da habe ich jetzt auch die Narzissen rausgenommen aus den Körben, die Hyazinthen lasse ich noch drin. Heute ist irgendwie ganz viel Feuerwehr bzw. Krankenwagen, dauernd Alarm bei uns jetzt hier, wirklich, keine Ahnung warum. Achso, und die anderen Blümchen sind hier drin, also da habe ich jetzt, hier habe ich ja was von dem, da war ich in der Gärtnerei, habe mal mitgenommen, diese beiden Blümchen, als auch dieses Efeu. Ranunkel habe ich einmal da reingesetzt, Bellies und dann jeweils zwei von den Hornfeilchen. Ich wollte es gerne jetzt ein bisschen alles in schlicht weiß haben. Nicht mehr dieses gelbe, knallige, die jetzt ausblühen, wie gesagt, die gehen ja ins Beet. Und daher kommt so ein bisschen ruhige Farbe. Ich schätze mal, weiß-rosa möchte ich gerne mal haben. Oder vielleicht pink. Mal gucken, irgendwie sowas in die Richtung. Also gelb ist eher für mich so ein bisschen frühlingshaft. Gut, im Sommer kann man auch schöne gelbe Blumen haben. Ich habe heute bei Blumen 2000 auch nochmal gesehen. Sie haben richtig schöne gelbe Margeriten sogar. Also nicht nur rot-weiß, sondern richtig knallig gelbe. Aber sie haben so eine besondere Sorte. Das ist nicht die, die ich irgendwie kannte. Ja, mit den Gräsern gefällt mir das ganz gut da drüben. Hoffentlich wachsen die da an. Übrigens, ich hatte noch die restlichen Bellies. Die habe ich jetzt da hingelegt. Oder reingestellt einfach in diese Holzkiste, wisst ihr? Ich finde das ganz cool, passt ganz gut. Und was vergessen zu zeigen, hier habe ich nochmal Lavendel, Ranunkel und die Margerite reingesetzt. In diesen Korb, den habe ich nochmal hinten gehabt, der war auch leer. Finde ich, passt auch ganz gut. Ich hoffe, dass sich das alles hier so gut entwickelt, ne? Es muss ein bisschen wärmer werden halt. Unser Essen ist auch soweit fertig. Ich habe hier für mich einmal Bärlauchsalat gemacht mit Radieschen, Schmand und Kräutern. Dann die gebackenen Brötchen beim Schnucki heute mit Knobi,
Gurke, dann haben wir jeweils Käse, Gouda Möhre und Nordseekäse. Und wir möchten Käse der Teller so aus mit ein paar Schnittchen so oben drauf. Dann haben wir hier auch Bärlauch, Gurke, Eier. Ebenfalls Salat, nee, Salat. Gemüse, Lachs, Käse. Das war's. Genau. Also, wir wollen gleich essen. Guten Appetit. Und schon ist der nächste Tag, ihr Lieben. Gestern war das nachher schon so spät. Ich wollte euch auch ganz gerne noch einmal die H&M-Sachen zeigen, die ich im Video davor gekauft habe, aber vergessen habe, euch zu zeigen, weil irgendwie hier alles ein bisschen gewuselt, so ein Gewusel war. Und auf jeden Fall habe ich jetzt einmal hier aufs Bett gelegt. Guck mal. Viel ist es nicht. Also ich habe jetzt hier diesen Pulli mitgenommen. Der wurde zum Beispiel von 21 Euro auf 10 runtergesetzt. So einen schwarzen Hoodie, der ein bisschen kürzer ist, habe ich mitgenommen. Dann diese Trigger-Tops, sorry. einmal so ein T-Shirt in Beige. Die habe ich in Weiß, diese. Und einmal diese Hose jetzt hier. Die hatte ich jetzt im Tick heller geholt, letztes Mal schon. Dadurch nehme ich die nochmal in Beige mit, weil ich habe die da zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, die sitzt so gut, die ist auch nicht zu lang, ist eigentlich perfekt. Ich würde sagen, die Shirts brauche ich ja nicht anziehen, aber die Hose denke ich mal vielleicht auch nicht. Ich gucke mal ganz kurz. Ich zeige euch einfach mal, wie das so aussieht, wenn man das anhat. Hier habe ich schon mal Pulli Nummer 1. Sieht sehr außergewöhnlich aus, ne, mit diesen Rüschen hier. Also ich glaube, eine Jacke drüber wird nichts. Vermute ich mal, weil das ist dann nachher dann doch ein bisschen zu viel, was hier so ist. Aber an sich finde ich ihn eigentlich ganz hübsch und auch die Farbe gefällt mir ganz gut. Ne? Ich stehe ja gerne auf solche Farben, die so ein bisschen dezenter sind. Und wie gesagt, ich habe gedacht, naja, so für 10 Euro nehme ich den mal mit. Mal ein bisschen was zum Abwechslung oder als Abwechslung zum Anziehen. Ist auch mal ganz hübsch. Und er ist halt ein bisschen kürzer geschnitten, sieht man hier auch. Ne? Das kann man aber gut mit der Leggings anziehen. Das passt ganz gut. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ist natürlich nicht jedermanns Sache jetzt hier. Ne? Ich hatte noch schon so einen Pulli gehabt, das war aber so ein Strickpulli, auch meine ich von H&M. Habe ich aber nur ein Jahr angezogen. Irgendwie fand ich den nachher dann doch so. Also gerade so, wenn du so einen dickeren Pulli hast und dann eine Jacke überziehen, kannst du nur zu Hause anziehen, im Grunde. Oder halt irgendwo, wenn es wärmer ist, kannst du so rausgehen. Und die Jacke ist halt, ne, also vom Schnitt her, ja, passt nicht so ganz. Aber ja, also den finde ich wirklich ganz hübsch. Nun komme ich zum Pulli Nummer 2. Den finde ich ganz schön. Er trägt nicht so doll auf. Ist der? Also der ist schon so ein bisschen halt geschnitten, aber halt wie so ein normaler Pulli. Und etwas kürzer. Ich finde, wie gesagt, das passt perfekt, wenn man zum Beispiel so eine Hose, also eine Stoffhose auch nachher anhat. Ne? Ich muss mal gleich mal gucken. Und mit Leggings sieht das auch ganz gut aus. Sieht sportlich aus. Wie gesagt, und schwarze Pullis habe ich ja noch gar nicht. Zumindest nicht diese Hoodies, also nicht diesen Stoff. Fand ich ganz hübsch. Also, mir gefällt's. Und so sieht das Ganze halt mit dieser Stoffhose aus. Ich finde die auch sehr schön. Die ist halt ein bisschen dunkler als die andere, die ich hatte. Und ich finde, mit dem Pulli passt es auch perfekt. Halt ein T-Shirt hier drunter. Ich meine, so ganz ohne würde ich jetzt nicht rumlaufen. Ich bin ja auch nicht mehr so in dem Alter, ne? Wobei, man sieht den Bauch ja nicht so doll, ne? Also, so würde auch gehen. Wenn man hoch... Ups, die Kamera. Ja, theoretisch geht das auch, wenn man nicht unbedingt irgendwie noch ein T-Shirt drunter anhat. Aber bauchfrei wollte ich jetzt nicht rumlaufen. Wie gesagt, ich bin aus dem alten Strauß. Und, aber ansonsten, wie gesagt, die Hose sitzt perfekt und kostet 20,99 €. Also ich finde, wenn man woanders mal gucken würde, zum Beispiel, ist es ein bisschen teurer. Ich finde die ganz cool. Auch von der Farbe her gefällt mir ganz gut und auch vom Schnitt her. Und sitzt auch ganz gut. Ja, perfekt. Ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen Sonne bekommen. Irgendwie ist es doch recht düster. Die war heute Morgen da, aber dann war sie schon wieder schnell weg. Ja, gucken wir mal, wie das so über Ostern wird. Mein Schnucki war so fleißig wieder, hat Brötchen gesetzt, allerdings diesmal mit Dinkelmehl, nicht mit Weizen. Nein, er wollte ausprobieren. Das ist ja wie Gummi, ne? Ja. Das spürt man schon, dass das vielleicht nicht gut sein könnte. Für eventuell. Den, für das Därmchen. Ja. So, guck mal, das hier ist jetzt Mehl von, also das geht mal jetzt von 300, ich hatte, war hier bei 300. Stimmt. Und dann muss ich auf 600, damit sich das verdoppelt. Mhm. Da kommt der Berg gerade oben an. Also vielleicht muss man ein bisschen mehr noch. Ich finde, wenn man so einen Teig einfach in so einer Rührschüssel hat, da siehst du gar nicht richtig, ob sich das verdoppelt hat. Das ist irgendwie größer geworden, so gefühlt. Dann guckst du dahin so, hä, war das eben noch kleiner? Muss das noch mehr? Man hat überhaupt keinen Überblick. Nicht stimmt. Und meine Dreiviertelstunde ist auch ein bisschen überschritten, ne? 7:30 Uhr.
habe ich reingetan. Ah ja, okay. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt da immer drauf gucken kann, wie viel Zeit vergeht, sondern man muss gucken, wie hoch das kommt. Ja, das stimmt. Habe ich bisher nie gemacht. Ich habe mich immer an die Zeitangaben gehalten. Ach so. Kein Wunder, dass es nicht geht. Moment. Wir müssen erstmal gucken, ob das geht. Ob das geht nachher, ne? Also wir müssen noch 10 Minuten warten. Na gut. Ihr Lieben, ich laufe hier mit der Powerbank rum, weil mein Handy laden muss. Ich werde gleich mal versuchen oder nachher diese Tomaten hier mal zu retten. Das ist, finde ich, die einzige Schale, die eigentlich ganz gut ist, ne? Bei der ist es irgendwie nicht so berauschend. Irgendwie sind die, weiß nicht, nicht alle gut. Ich gucke einfach mal, was ich mache, ob ich jetzt hier ein paar, ja. Ich muss sie halt in diese größeren Töpfchen umpflanzen, ne? Das heißt, pikieren habe ich gestern nicht mehr geschafft. Aber ich glaube, wenn ich diese hier, guck mal, die sind wirklich, die sind am stärksten von allen, diese Pflanzen jetzt hier. Sind ja auch schon fast 8, 9, 10. Da kann ich noch irgendeine von hier rausnehmen oder so. Mal gucken. Reicht aber schon, ne? Erstmal vielleicht 10 Pflanzen versuchen, ob es überhaupt irgendwie was wird. Naja, wie gesagt, ich habe viel dazugelernt jetzt, ne? Also habe dann doch einiges falsch gemacht. Genauso wie schon bei der Aussaat, dass ich halt mehrere Samen genommen habe, wie man das hier sehen kann. Obwohl ich dann doch ein paar wieder rausgenommen hatte nachher, ne? Rausgezogen, aber guck mal, das kommt aber raus. Naja, man lernt da nicht aus. Ja, ihr Lieben, also bei uns geht der Tag hier weiter. Ich muss gucken, ob ich heute schaffe, ein Video aufzunehmen oder nicht. Mal schauen. Also ich habe heute so ein bisschen was zu tun. Ich muss halt unbedingt die Buchhaltung machen. Haushalt habe ich schon soweit fertig. Ich hatte heute Morgen schon die Wäsche gemacht und ja, dann so ein bisschen ein paar Vorbereitungen machen jetzt für Ostern. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal, ob ihr Ostern feiert, aber ich denke mal schon. Aber was ihr da macht, so Karfreitag ist dann halt so bei uns ein bisschen ruhiger, weil irgendwie, weiß ich nicht, alles so recht gechillt. Er wird jetzt ausschlafen heute. Er hat gestern ganz, ganz lange gestreamt auf Twitch, hat er jetzt für sich irgendwie entdeckt und war total lange auf. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt war, ich habe schon gar nichts mehr gehört. Auf jeden Fall hat er irgendwie Spaß dran. Da waren auch einige Leute irgendwie mit ihm zusammen online. Also, ja, mal schauen. Heute habe ich ein bisschen was außer Videoaktivitäten so ein bisschen zu tun. Ne? Also ich muss unbedingt heute an Papierkram ein Video schneiden gleich. Dann wollen wir noch eine Runde spazieren gehen. Also es ist, ihr seht ja irgendwie teilweise ist es schon so, dass alles ein bisschen durchgetaktet ist. Also es muss ein bisschen gemacht werden. Ich gucke mal, ob ich nachher doch noch was aufnehme oder nicht. Ansonsten, ich habe ja noch was zum Schneiden. Vor allem, wenn ich dann halt zu viele Videos drehe, dann bin ich schon wieder so zu weit im Voraus. Dann sind die Videos für euch ein bisschen älter. Eigentlich will man schon so halt recht aktuell sein, ne? Vielleicht einen Tag davor oder höchstens 2 Tage davor. Wobei meine zum Beispiel, die ich gucke, haben teilweise so Videos, die sind schon ein paar Wochen alt und dann laden sie die hoch. Vielleicht weiß ich nicht, anders geht, ich weiß es nicht. Aber manchmal sagen sie dann haben die heute so und so, oder heute ist der und der Tag und dann denkst du, okay, ist aber schon ein bisschen her. Ja, also, na gut, ihr Hübschen. Also, ich hoffe, dass euch das Video hier gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss. Achso, übrigens, Ash hat gestern alles aufgebaut, ne? Sein Bildschirm habe ich noch gar nicht gezeigt. Der gleiche Bildschirm hat alles angeschlossen, ganz alleine. Irgendwelche Kabel nochmal dazu geholt. Und ja, der alte ist, wie gesagt, der alte? Der war gar nicht so alt. Auf jeden Fall ist der leider kaputt. Also. Na gut, aber er ist jetzt beruhigt, kann er ganz normal jetzt ungestört halt seine Streams machen, weil er halt, wie gesagt, 2 Bildschirme braucht und ja, und das Zimmer ist übrigens leer, wie ich es gestern schon erzählt habe. Ich habe heute nochmal reingeguckt, er hat sogar von den Borden was abgenommen, außer dieses Holzmännchen von Ikea, das hat man stehen lassen, die anderen beiden Borde sind leer. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch irgendwie was anderes dann drauf stellt, weil das hat dann keinen Sinn, wenn die Borde leer sind, vielleicht kann er irgendwas anderes darauf stellen. Deko, die er vielleicht gerne mag oder die er gut findet, mal gucken. Naja, sein Zimmer kann er machen, was er möchte. Und na gut, also ich würde sagen, bis zum nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.